Der Freunde statt Fremde Cup ist mehr als ein normales Fußballturnier. 2016 organisierte der SC Freiburg erstmalig an der Pestalozzi-Realschule Freiburg dieses Turnier, unterstützt vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Dabei stand nicht nur der Sport im Fokus, sondern, wie es das Motto SC Freiburg sagt, es ging um mehr als Fußball. Wir zeigen mit dem Turnier, dass also gerade das Problem Rassismus und Diskriminierung in der heutigen Zeit und in der jetzigen Zeit ein sehr aktuelles Thema ist und der Fußball die Möglichkeit gibt, dass verschiedene Kulturen zusammen in einem Team spielen und zusammen ein Erfolgserlebnis feiern. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Parallel zum Fußballturnier fand am Internationalen Tag gegen Rassismus ein Workshop statt, der vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg angeboten wurde. Die Schüler setzten sich vor allem mit den Themen Rassismus, Diskriminierung und Vorurteile auseinander. Also für mich ist ganz wichtig, dass nicht nur das Thema Rassismus im Hinterkopf mitschwingt, sondern tatsächlich eher so der Bereich Vielfalt übrig bleibt, weil ich immer glaube, dass gerade bei Jugendlichen, die noch in der Erlebensphase sind, eher dieser positive Aspekt der wichtigere ist, einfach noch mitzukriegen, ich habe da was erlebt, ich habe da ganz viel Positives erlebt und zwar nicht ich in meinem kleinen Umfeld, sondern ich zusammen mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Menschen. Die Schüler sprachen über ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung. Außerdem diskutierten sie, was Rassismus, aber auch Vielfalt eigentlich bedeuten. Ich fand es halt sehr interessant, hier erstmal zu sein und erstmal, ich dachte, wir kommen hier erstmal mit Fußball und so weiter. Ich fand es echt schön, dass wir hier erstmal waren, damit wir halt erstmal so in diesen Moment reinkommen, diesen Thema da besprochen haben mit dem Flüchtlingen allgemein, die Urteile gegenüber anderen Menschen. Die teilnehmenden Schulen tragen den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Denn unter anderem mit der Unterstützung durch ihren Paten SC Freiburg setzen sie sich aktiv für Toleranz und Offenheit ein. Werte, die das Turnier spielerisch vermitteln kann. Also zum einen sollen sie Spaß am Fußballspielen haben, aber auch eben mitbekommen, wie es ist, mit Kindern oder mit anderen Jugendlichen zusammen zu spielen, die einen ganz anderen Background haben. So, spielen wir. Insgesamt nahmen drei Teams von Partnerschulen des SC Freiburg und zwei Mannschaften aus Freiburger Flüchtlingswohnheimen teil. Eine besondere Erfahrung, vor allem für die Geflüchteten. Mein Name ist Abdul, ich komme aus Damaskus, das ist in Syrien. Meine Schule in Offingen, Tonibergschule. Nas kullun hun. جميلين اخلاق اخلاق عاليه اخلاق رياضيه ولعب جميل وبحب اشكرهم كلهم. Im Vordergrund des Turniers stand das Aufeinandertreffen und Kennenlernen der verschiedenen Kulturen. Vor allem aber sollte das Turnier Spaß und Freude bereiten. Deshalb durfte zum Abschluss eine Siegerehrung natürlich nicht fehlen. Mit dabei SC-Bundesligaspielerin Jinzia Zender. So haben die Schüler nach einem ereignisreichen Vormittag nicht nur eine Medaille, sondern gemeinsam neue Erfahrungen gewonnen. Als Freunde statt Fremde.